Donald Trump sonnt sich hier im Blitzlichtgewitter. Der japanische Premierminister muss ihn offensichtlich erst darauf hinweisen, dass es diplomatische Gepflogenheit ist, sich vor den Kameras die Hände zu schütteln. Und dem folgt Trump. Und das macht er mit einer offenen Handfläche. Das haben wir bei ihm schon oft gesehen. Allerdings sticht er sehr stark zu und wirkt damit dominant. Wie ich schon öfter beschrieben habe, Donald Trump sucht Körperkontakt, sucht körperliche Nähe. Und das ist für ihn immer eine Herausforderung, denn ein Mensch, der so blitzartig auf jemanden zuschießt, auch in vielen anderen Bereichen so unberechenbar ist, zudem werden die wenigsten Menschen Nähe suchen, weil er eben fürs Unterbewusstsein unberechenbar ist. Und deswegen geht Trump her und sucht Körperkontakt seinerseits. Denn, wie in anderen Videos beschrieben, es zeigen sich einige Signale der Unsicherheit und die versucht er eben zu kompensieren, indem er körperliche Nähe sucht. Das machen wir alle. Trump rückt näher, Trump tätschelt ihn, er zieht ihn zu sich heran und wieder wird getätschelt. Kaum lockert Trump den Griff um Abes Hand, dreht dieser weg, vergrößert den körperlichen Abstand, rückt am Stuhl zurück, stützt sich auf den Armlehnen ab und sucht mit seinen Augen Kontakt zu einem Mitarbeiter. Das machen wir immer, wenn wir uns unsicher fühlen. Gleiches Phänomen bei Gorsuch, auch hier Trump, offene Hand, zieht ihn fest zu sich her, Dominanzsignale, blitzartige Bewegungen und wie immer Tätscheln und körperliche Nähe. Ich erlaube mir hier einen Schluss zu ziehen und zwar, ich glaube, mit das größte Problem für Donald Trump wird sein, dass er es nicht schafft, im Vier-Augen-Gespräch eine Atmosphäre des Wohlfühlens, eine Atmosphäre der Freundschaftlichkeit zu schaffen und das könnte in eine gewisse Form der Isolation führen.